Hallo Bienenfreunde, es ist jetzt schon wieder Abend. Wir haben immer noch 33 Grad im Schatten. Die Bienen haben es auch warm. Aber deswegen bin ich nicht hier. Und zwar habe ich gestern Abend noch spät abends war ich noch am Wintersitz einrichten. Da habe ich bei diesem Volk hier auch den Wintersitz eingerichtet. Ich habe es nicht mehr gesehen, es war zu dunkel, ich habe keine Eier gesehen. Jüngste Brut sowieso nicht, klar, kann man nicht sehen, wenn es so dunkel ist. Und auf den Waben waren, teilweise hat mir sehr, sehr komisch, sehr verdächtig ausgesehen. Deswegen habe ich wieder zugepackt, Futterzarge drauf, wieder zugepackt und bin jetzt kurz da, um nochmal nachzuschauen. Hier kam dieses Jahr eine neue Königin rein und die hat auch ihre Arbeit getan. Am 1.7. habe ich sie gezeichnet. Brut war da, Stifte waren da, Futter war in Ordnung, die Bienen waren ruhig und jetzt gestern habe ich da was gesehen, was eventuell Richtung Drohnenbrüder geht. Aber wie gesagt, es war schon sehr dunkel. Da muss ich halt nochmal reinschauen. Komme ich nicht dran vorbei. Futter haben sie auch nur ganz wenig abgenommen. Kein gutes Zeichen. Ich brauche mal einen Stockmeißel, ein bisschen Rauch. So, und schon haben wir ein bisschen was. So schnell kann es gehen. Müsste noch, ist noch locker. Ich habe kein gutes Gefühl. Wirklich nicht. Ich will jetzt ganz speziell nach der Königin oder nach Stiften schauen. Das kann nicht sein, das habe ich als äußere Wabe reingetan mit Futter und Pollen. Die Brut war an sich, so viel ich das noch in Erinnerung habe von gestern Abend, mehr auf dieser Seite, aber auch nicht die Außenwabe. Ich schaue sie aber trotzdem an, ob eventuell die Königin drauf rumläuft. Tut sie nicht. Sie tut mir nicht den Gefallen. Nein. Futtermangel leiden sie auf gar keinen Fall. Die haben hier unten schon Futter drin, habe ich ihn so reingebastelt und oben auch jede Menge Futter. Hier haben wir Brut. Da ist auch eine geschlüpfte Zelle. Was aber nicht unbedingt was zu sagen hat. Zwei, drei Drohnenzellen sind mit dabei. Und hier sieht es ziemlich drohnig aus, hier auf der Seite. Seht ihr das? Ein
Drohnenzellen überall wild mitten reingepackt. Ja, man kann doch sagen, ja, die sind noch relativ beieinander, aber trotzdem hat mich etwas überrascht. Ich sehe hier auch doch ein bisschen junge Brut, sehe ich hier. Aber ich sehe keine Stifte. Nein. Doch, Stifte. Und in der Mitte. Oh. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Jetzt dachte ich schon, das wären Drohnenbrüder. Mal schauen, ob ihr das auch sehen könnt. Wo waren die jetzt? Hier. Moment. Hier. Hier müsstet ihr sie sehen können, eigentlich, wenn ich es richtig hinhalte. Ich fahre mal ein bisschen. Ich weiß nämlich nicht genau, welche Zelle ich jetzt euch zeige. Da ich nicht sehe, was in der Kamera zu sehen ist, also auf dem Bildschirm sehe ich nicht. Also fahre ich da mal ein bisschen in der Gegend rum. So, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Dann brauche ich gar nicht nach der Königin zu suchen. Weil dann ist alles gut. Alles wird gut. So, Mädels, lass mich mal da ran. Das ist zwar nur eine Drohne, soll es aber trotzdem rausgehen. Oder ein Drohnen. Es gibt ja keine Drohnen, sondern das ist keine Drohne, sondern ein Drohnen. Leute, ich bin sehr froh. Das versüßt mir doch gerade den Abend. So, das ist auch schon ganz schön schwer. Die haben auch schon ganz schön eingelagert. Warum die aber jetzt so schlecht abnehmen, da... Hier oben ist auch noch Brut. Das will ich jetzt nicht auseinanderreißen. Hab's euch ja jetzt gezeigt, dass das wohl in Ordnung ist. Nee, so rum. Es ist schon Futter drin, also die haben schon ein ordentliches Gewicht, haben noch lange nicht Winter. Oh doch, jetzt sehe ich es. Da ist jetzt weniger geworden. Und es sind doch einige Bienen hier drin zum Abnehmen. Doch, scheint in Ordnung zu sein. Boah. Ich hatte mir schon Gedanken gemacht, welches Abidea, dass ich hierfür einsetzen werde. Habe auch ein sehr, sehr gutes Abidea, muss man auch sagen. Das muss dringend raus, das Volk aus dem Abidea. Ich habe es in einem der Videos, der letzten Videos, habe ich es euch gezeigt. Halt so rum. In einem der letzten Videos habe ich es euch gezeigt. Weil das Video heißt Abidea platzt. Weil es fast aus den Nähten platzt. Ich hatte dann dem Abidea eine Zarge aufgesetzt und jetzt, als ich heute nachgesehen habe, waren die Bienen schon wieder vorm Abidea. Ich habe kurz aufgemacht oben und auch die obere Zarge ist wieder alles komplett knallvoll. Also dieses Völkchen muss unbedingt raus. Die Königin drängt, die Königin will legen, die will Gas geben.
Und wenn ich sie eingesperrt lasse, dann bremse ich sie nur aus. Also ich muss mir für die Königin ein anderes Vollgas suchen. Das hier ist nicht mega im Augenblick, aber ist soweit in Ordnung. Die Bienen kamen mir gestern auch sehr, sehr ruhig vor. Das war schon so, die Bienen waren schon sehr ruhig gestern beim Einrichten vom Wintersitz. Aber ich dachte, na, klein Erna, machst du hier? Aber ich dachte, na, das ist vielleicht, weil sie drohnenbrütig sind vielleicht schon, eventuell. Dann ist so ein Volk auch nicht unbedingt sehr aktiv. Auch die Futterabnahme, was ich gesehen habe, dass es meiner Ansicht nach ein bisschen zu wenig Futter abgenommen war. Das sprach mir alles so ein bisschen Richtung Drohnenbrüdigkeit. Aber ich bin jetzt so heilfroh, dass ich hier jüngste Brut und Stifte gefunden habe. Jüngste Brut heißt noch nichts. Jüngste Brut kann auch Drohnenbrut sein. Aber jüngste Brut und Stifte. Stifte in der Mitte, zentrisch, am Zellgrund. Perfekt. Also wenn ich es wie andere gemacht hätte, dann hätte ich euch jetzt nicht mitgenommen zu diesem Fall, wo ich mir wirklich unwahrscheinlich unsicher war. Ich will sogar eher sagen, ich war mehr davon überzeugt, dass keine Königin da ist, dass Drohnenbrüter ist, als dass ich davon überzeugt war, dass es voll in Ordnung ist. Das ist aber hier auf dem Kanal so. Ich zeige euch heute die schlechten Sachen. So wie jetzt in einem Video, wo ich Räuber am Stand gemacht habe, eines der letzten Videos, da hat jemand so einen dummen Kommentar reingeschrieben. War ja zu erwarten oder so irgendwas in dieser Art. Solche Idioten, die gibt es halt einfach. Und auch unter diesem Video wird es wieder irgendwelche Idioten geben. Oder vielleicht geben sie nur ein Dislike, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich mache es trotzdem, ich zeige es trotzdem. Ich zeige euch trotzdem, was man dann machen kann, wie man vorgeht. Eben zum Beispiel sich erstmal zu vergewissern. Eine Situation nicht sofort als 100% gesetzlich festgelegt annehmen, sondern erstmal nochmal ganz genau nachschauen. Erstmal überlegen, nachdenken, Plan machen und dann, ich hätte jetzt auch schon einen Plan gehabt für das Volk, aber so ist besser. So, und jetzt kann ich das Ding wieder ausmachen und meiner anderen Arbeit nachgehen. Heute Abend positiver Effekt, das möchte ich mir nicht nehmen lassen durch irgendeine andere negative Information. Ich lasse das Video jetzt hier enden. Video aus.